Moin, willkommen auf der Greif. Ich bin der Bootsmann Silvio, einer der beiden Bootsmänner und der Maschinist. Jo, zu den technischen Daten: 41 Meter lang das Schiff, Tiefgang von 3,60 Meter und eine Breite von mehr als 7 Meter. Hat schon mal 14 Knoten auf der Uhr gehabt, unter Segeln allerdings. Gebaut 1951 aus Spendengeldern und wurde dem damaligen einzigen und ersten Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, übergeben. Und der sagte: Was soll ich mit so einer Privatjacht? Ich übergebe dies Schiff der Jugend, damit die damit Segelabenteuer erleben kann. Jo, jetzt befinden wir uns hier auf dem Vorschiff, die Back vorne am Bug. Und hier ist die Ankerwinde oder das Ankerspiel, der Spillkopf. Da kommen Spillsparken rein und dann können die unter Kommando oder mit alten Seemannsliedern den Spillkopf drehen. So, willkommen in der Kombüse. Jo, und hier sind wir auf der Brücke. Auf der Brücke befinden sich dann natürlich immer der Nautiker, der jeweilige, entweder der Kapitän oder der erste Offizier, früher auch der zweite und dritte Offizier, und ein Rudergänger. Jo, und hier ist die Offiziersmesse, die sogenannte O-Messe. Jetzt wird's eng. Ja, der Chief, der sogenannte Schmiermaxe, der hier unten sein Tätigkeitsfeld hat, der muss natürlich darauf aufpassen, dass alles gut geschmiert, geölt, gekühlt, der Kraftstoff voll ist und der Strom auch fließt und so weiter. Ja, auch im Vorschiff befindet sich das sogenannte Kabelgatt, die Werkstatt des Schiffes. Jo, auch wenn dies Jahr alles anders ist als die Jahre davor, wollen wir doch hoffen, dass die Greif alsbald wieder in Fahrt kommt, wa? Und dafür immer eine Handbreit Wasser unter Kiel, seemännisch ausgedrückt.